Hey Freunde und herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück zu Paranormal Activity 2. Ich habe jetzt schon mal wieder vorgespielt, denn wir waren ja schon so weit, dass wir in den Keller konnten. Und ich habe jetzt schon mal alles wieder so weit erspielt, wie wir es letztes Mal hatten. Weil mein Speicherpunkt, also irgendwie, da hatte ich auch keine Batterien mehr und alles. Und die Musik ist gerade richtig laut, ey. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Keller. Dieses Mal mit Batterien. Die Musik ist gerade richtig nervig. So, wir gehen jetzt mal hier runter und hoffen, dass es gleich leiser wird. So, und jetzt schauen wir mal, was uns hier unten im Keller erwartet. Denn da waren wir ja letztes Mal und konnten nichts sehen, weil ich richtig schlau gespielt habe. Und so, da wird die Musik ein bisschen ruhiger. Weil ich richtig schlau gespielt habe und einfach keine Batterien mehr übrig hatte. Ich meine, das kann passieren, ja. Aber, oh, ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. So. To scan, use the scanner on the tablet and press scan. You also must be in front of the object. Gut. Wir testen jetzt nochmal, ob das Scan vielleicht dieses Mal funktioniert. So. Jetzt sind wir direkt vor dem Ding, ne? Ich drücke jetzt scannen. Aber ich weiß nicht, das Ding ist, glaube ich, einfach nicht in der Lage dazu. Vielleicht muss ich auch noch näher ran. Es scannt. Also es steht Scanning, ne? Aber ich weiß nicht, irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache oder so. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich guck mal, wie weit wir kommen, ohne zu scannen. Hey, Lampe, du bist auch wieder da. Hab ich schon vermisst. So, hier sind auf jeden Fall noch zwei Doors. Hier kommen wir nicht rein, da brauchen wir einen Keycode hier. Den haben wir noch nicht. Das ist bestimmt der, den wir da drüben scannen müssen, den wir jetzt halt nicht haben, weil wir nicht scannen können, Mann. Und was ist das hier? Hier liegt eine Taschenlampe ohne Batterie. Hier liegt einfach eine fucking Batterie und die habe ich letztes Mal nicht gesehen. Und die kann man eh nicht aufheben, oder? Nö. Komisch. Das ist komisch. Wieso kann ich hier aufheben? Ich weiß nicht. Wir machen mal die Türen auf. Hier ist nochmal ein Code zum Scannen drin, ne? Alles klar. Vielleicht kann ich ja den hier scannen. Moment, ich teste das mal. Nein, stop scanning. Müssen wir erneut scannen, denke ich mal. So, scan. Scan die Scheiße, Mann! Scans! Scans! Der ist zu dumm dafür. Ich sag's euch. Er hat keinen Bock mehr. Ich hab keine Lust mehr. Ich kann die Scheiße einfach nicht scannen. Ich weiß nicht warum. Ich mach bestimmt irgendwas, mache ich garantiert falsch. Garantiert. Oh, die Lampe hat mich letztes Mal schon erschreckt. Ja, was haben wir hier drin? Ein dunklen Raum. Dunkle Räume sind immer gut. Okay. Der ist ganz schön lang. Da ist es wieder. Oh. Ja, wir haben Licht hier. Hier ist auf jeden Fall auch wieder so ein Ding. Kann man das denn scannen? Kann ich das hier jetzt scannen? Hä? Ich kann die Dinger einfach nicht scannen. Was soll denn hier passieren? Ich verstehe es nicht. Muss ich irgendwie Enter drücken oder... Da steht, use the scanner on the tablet and press scan. You must be in front of the object. Das heißt so viel wie, benutzt die scanner auf eurem Tablet und drückt scannen. Ihr müsst in front the object stehen davor. Ja, wir stehen davor. Aber es passiert nichts. Es passiert gar nichts. Ich kann das nicht verstehen. Ist unvorteilhaft. Ich glaube nämlich, wir werden ohne Scan, ohne erfolgreichen Scan, nicht weiterkommen. Ich kann mir auch nicht erklären, was ich da jetzt noch machen sollte, weil... Ich meine so, wir gehen jetzt hier hin. Touch to unlock. So, nochmal stop scanning. Gehen wir ganz zurück. So. Jetzt sind wir hier. Wir können jetzt hier noch auf die Kameras zugreifen. Richtig nice, ne? Wir können jetzt sehen, was hier oben passiert. Geil, niemand ist in unserem Schlafzimmer. So. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ja. Hier, jetzt können wir hier noch Bilder machen. So eine Scheiße. Hier, jetzt kann ich hier hingehen, ne? Und wie mache ich jetzt hier? Auf Take mache ich jetzt ein Bild. Na? So, zack. Habe ich ein Bild gemacht, ne? Ist richtig cool. Hat sich richtig gelohnt jetzt, zeige ich so ein Bild für mein Album, aber, ja, es bringt mir auch nichts, den Code zu bekommen. So, jetzt stehe ich direkt davor und drücke Scan. Jetzt steht da oben Scanning und Stop Scanning. Das heißt ja eigentlich, dass der jetzt gerade am Scannen ist. Aber muss ich jetzt hier eine Stunde stehen bleiben oder was soll das? Ich verstehe das nicht. Muss ich irgendwas machen? Irgendwie, so, keine Ahnung. Warum ist meine Lampe jetzt ausgegangen? Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich glaube, das ist irgendwie buggy. Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt einfach mal, ob wir den Code vielleicht knacken können hier vorne. Einfach so.
So, ich drück mal hier E. Und, sind hier irgendwelche Tasten besonders abgegriffen? Ja, die 2, die 3, die 7 und die 6, die sehen am schlimmsten aus, aber alle anderen sehen auch nicht gut aus. Ich versuche einfach mal den Code 1597. Na, der war es schon mal nicht. Oh, welch ein Wunder. Ich weiß nicht. Ich kann die Dinger nicht scannen. Es ist kaputt. Mein Spiel ist kaputt. Da waren ein paar coole Jumpscares da, aber man kann einfach nichts scannen. Das ist zum Kotzen. Das regt mich richtig auf. Ich habe mich so schon gefreut eigentlich auf die Aufnahme, so von wegen, weil ich so dachte, wenn du das Spiel neu startest, geht's bestimmt. Aber das ist nie der Fall, Mann. Das regt mich richtig auf. Mann. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch wirklich irgendwas falsch. Vielleicht muss ich vielleicht E drücken oder so. Muss der vielleicht mit E scannen oder mit R oder... Keine Ahnung. Ich habe mir auch extra die Steuerung nochmal angeguckt eben. Und keine Ahnung. Da steht nichts. Also nichts Besonderes halt, ne? Was ich mit linker Maustaste und so weiter machen kann und dies und das und jenes, ne? Rechte Maustaste ist Tablet. Hallo die und hallo da. Aber keine Ahnung. War da oben gerade ein Typ? Das sah kurz so aus. So, du Lampe haust mal ab. Geh weg, habe ich gesagt. Husch. Verpiss dich. Ich gehe nochmal hoch und gucke mal. Vielleicht... Gibt's ja da irgendwas? Vor allem, da steht extra, to scan, use the scan app on the tablet and press scan. You also must be in front of the object. Moment, ich gucke einfach mal. Wir gucken uns einfach noch mal. Verdammte Lampe, Mann! Verdammte Lampe! Ich mach dich kaputt! Kann ich die eigentlich irgendwie aufheben und wegmachen? Nee. Das ist auch scheiße, dass die Dinger einfach so hinfallen und einem dann im Weg rumliegen. Also eigentlich ist das Spiel ja ganz cool. Der Gedanke ist nice, aber hier fehlen auf jeden Fall noch... Jetzt habe ich mich festgepackt. Auch nicht. Doch nicht. Es geht einfach nichts. Man hängt überall fest. Ah! Ah! Verdammt sollst du sein! Also die Jumpscares waren ja richtig geil eigentlich, ne? Die waren schön gemacht. Auch der in dem Bad war cool, ne? So mit den Schritten auf dem Flur und alles. Also die Atmosphäre ist eigentlich richtig nice. Die Atmosphäre bockt auf jeden Fall. Man hat die Kameras und alles so Paranormal Activity Style halt, ne? Hier sind so ein paar Sachen, die passieren, die Stühle bewegen sich und so ein Dreck. Und dann, ja, kommst du hier unten in den Keller, nichts funktioniert mehr. Jetzt können wir auch hier nicht mal an der scheiß Lampe vorbei. Also Leute, ich habe mich eigentlich gefreut, das Ding hier so zu beenden, ne? Also jetzt so nochmal so ein paar Schocker hier reinzupacken, aber irgendwie, ich weiß es wirklich nicht, Freunde. Das ist, ja, keine Ahnung. Vielleicht kann ich ja... Ist das hier vielleicht noch ein Code, den ich scannen kann? Ich glaube nicht. Kann ich hier eigentlich raus oder so? Nee. Vielleicht kann ich das hier ja scannen. Ich guck mal. Nein. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Vor allem werden hier die Sachen grün, wenn ich sie anwähle, weil ich halt quasi... Ja, die Dinger sozusagen auswähle, die Objekte. Vielleicht muss ich auch einfach... das Tastenfeld unten scannen. Ach man, aber das Spiel geht jetzt gar nichts mehr. Ach Leute, ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es da noch irgendwie, ja keine Ahnung, Bugfixes oder so. Ich werde nochmal gucken, ob es da irgendwie Lösungen zu gibt oder so. Dass hier manche Sachen nicht funktionieren. Vielleicht mal einfach irgendwas falsch. Ich werde das nochmal überprüfen und ja, entweder sehen wir uns nochmal oder wir sehen uns nie wieder. Nie wieder. Nee, keine Ahnung. Ist ein bisschen schade, weil das Spiel war eigentlich ganz cool soweit, aber ist halt jetzt so. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video von irgendwas und ja, mal gucken. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal in Paranormal Activity 2 wieder, weil vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm dafür. Das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, ne? Das gefällt mir jetzt zwar nicht, was hier abläuft, aber es könnte auch immer der Fall sein, dass ich einfach nur zu scheiße dafür bin. Ah, ich weiß es nicht. Aber egal, Leute, wir sehen uns irgendwann wieder. Macht's gut und bis dahin.